2, 3, 4. Da brauchen wir gar nicht zählen. Das machen wir bis. Ich habe jetzt beim zweiten angefangen, ne? Also machen wir das Ganze bis hier. Hier bis. Hier. Ich habe jetzt nämlich was voll Cooles vor. Oh, ich habe vergessen, die Uhr zu starten. Ist egal, dann geht die Folge halt ein bisschen länger. Oder es ist natürlich wieder so, dass ich zwei Folgen daraus machen kann. Je nachdem, wir werden sehen. So. Beschleunige das Ganze jetzt hier einfach mal. Ich weiß, ich muss es nicht abbauen. Das Ganze soll dann gehen bis... bis da. Mann. So. Das heißt, wir müssen, glaube ich, noch einen höher. Noch einen höher. Jetzt haben wir keine Steine mit bei. Ach, Mist. Hätte ich auch vorher mal drin denken können. Inkompetenz lässt wieder grüßen. Ja, zwei Stacks müssten reichen. Nehme ich jetzt einfach mal ganz stark an. So. Ihr wisst wahrscheinlich, ihr könnt euch vielleicht schon denken, was draus wird. Wo ich gerade der Meinung bin, dass das gar nicht mal so hoch sein muss. Das reicht locker. Wenn es bis da geht. Das heißt, wir können ab da wieder alles abbauen. Ich teste das jetzt einfach mal aus. Es kann halt sein, dass es jetzt ein bisschen länger dauert. So. Vielleicht muss man da nicht mal unbedingt einen Stein nehmen. Da kann man vielleicht auch was anderes nehmen. Aber gut, schauen wir mal. So. Und so. Das lassen wir erstmal so provisorisch. Nur damit ich ungefähr weiß, was so Phase ist. Und dann hatte ich ja jetzt von der Höhe hier. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt immer noch so ist, dass man C gedrückt halten muss bei der Timber-Mod. Können wir mal ausprobieren. Wenn ich jetzt C gedrückt halte, funktioniert das schon mal nicht. Schön. Sehr gut. Hammer. Das heißt, wir dürfen uns jetzt hier keine Fehler mehr erlauben. Oder wir müssen in Zukunft alles mit Hand abbauen. Das ist natürlich der Wahnsinn. So. Das Problem, was ich jetzt hier nämlich habe, ist, glaube ich, dass es eins zu hoch ist. So. Weil dann kommen nämlich hier wieder die Treppen ran, die wir nicht bei haben. Mist, verdammt. Das Portal kommt dann da auch noch weg. Müssen wir dann schauen, ob wir da noch irgendwie mal ein anderes Örtchen für kriegen. Oder wir bauen es halt nochmal dementsprechend aus. Ich meine, so an sich macht es sich ja da ganz gut, aber es soll halt nicht so offensichtlich sein. So. Finde ich schon fast einen Tick zu niedrig. Andererseits würde es so mit dem Haus dann abschließen. Das muss, glaube ich, schon so sein. Hier müsste das dann raus. Und dann hiermit ausgetauscht werden. Weil ich möchte nämlich hier drunter gerne Holz haben. Oh. Die wertvollen Samen. Oh Gott. Hier soll dann nämlich Holz hin. Holz soll da hin, habe ich gesagt. Ich glaube, ihr habt immer noch keine Ahnung, was das hier eigentlich werden soll, ne? Du sitzt hier die ganze Zeit davor und denkst so, was macht denn der da? Der eine Macke? Der hat ja geraucht.
Also meine Stimme wird abgekackt. Hat der was geraucht? So. Nein, habe ich nicht. So. Hier mit der Trepskis ran. Und du brauchst gar nicht grün werden, mein Freund. Vor Neid. Ja. So. Dann kann das hier nämlich weg. Ne, eigentlich nicht. Eigentlich soll es ja dann mit der Hauswand hier abschließen. Ja, doch, jetzt habe ich die Idee. Ich habe die Idee. Das muss das Glas hier raus, da brauchen wir keine Spitzhacke für nehmen. Nehmen einfach die bloße Handkante. Und jetzt fangen die Probleme natürlich an. Ich weiß nämlich nicht. Ich will jetzt nicht das ganze Haus in der Hand haben. Andererseits können wir das ja hier so lassen. Genau. Das heißt nur der Mittelbalken, Mann, was ist denn los hier? Der Mittelbalken muss raus und ich glaube, der war ja gar nicht mal so hoch. Was geht? Da muss ich mich dann nochmal näher mit beschäftigen, mit dem ganzen Serverkram, welche Taste denn jetzt genau dafür war, dass eben nicht jedes Mal das ganze Haus abgebaut wird. So wird dann nämlich das ganze Ding auch zum Nachteil. So. Holz. Treppen wir uns erstmal nicht. Und habt da schon eine Vorstellung, was denn hier draußen wird? Wahrscheinlich nicht. Ach Quatsch, das kann ja raus hier alles. So. Also ihr wisst wahrscheinlich noch nicht, was ich vorhabe. Aber das ist nicht schlimm, weil ich weiß es nämlich auch nicht. Bei dieser übelst dramatischen Musik. So, und ich habe die Vermutung, dass wir jetzt sehr viel Erde brauchen werden. Sehr viel Erde brauchen werden, ja. Aber wir können auch die Gelegenheit mal beim Schopfe packen und schlafen gehen. Das wäre, glaube ich, so die Möglichkeit. So, erstmal schlafen gehen. Und dann brauchen wir ganz viel Erde. Dann wird das nämlich ausgefüllt, weil es ist 2 zu tief. So an sich. Das Ganze, was ich da gebaut habe. So, nehmen wir mal so ein paar Stacks mit. Und dann schauen wir uns die ganze Sache hier nochmal an. Ich finde es sogar immer noch fast ein bisschen zu niedrig. Ich glaube, wir bauen das Ganze höher. Und lassen dann die... Ja, ich glaube, wir lassen das. Wir bauen das höher. So ein höher, denke ich mal, würde schon reichen. So, wo sind jetzt unsere Treppen hier? Ich denke mal, die Höhe wäre besser, was so ein Block alles ausmachen kann. Na, so. Dann können wir hier wieder alles auch rausrupfen. Ich guck mal. Ach, wir haben bloß ein Level. Ist egal. Ich riskiere es mal. Vielleicht können wir mal eben unsere Axt verzaubern, damit das Ganze ein bisschen schneller geht. Ich möchte mir keine Diamantaxt bauen, die sind mir ein bisschen zu... Gibt es hier nichts mit einem Level? Vier Level, sechs Level, ein Level. So, schummeln wir mal eine Runde.
Da haben wir es. Haltbarkeit und Effizienz. Na, sehr schön. Genau das wollte ich. In der Hoffnung, dass es ein bisschen schneller geht, hier diesen komischen Holzkram abzubasteln. Deswegen, es dauert doch ein bisschen lange hier. Ja, okay, der Unterschied ist jetzt gleich 0. Da brauche ich schon wahrscheinlich Effizienz 4 oder so. Aber gut, mit einem Level lässt sich nicht so viel anstellen. Abgesehen davon würde ich auch nicht unbedingt gerne jetzt meine Spitzhacke verzaubern. Meine Axt. Da wir nun auch die Timmermod drauf haben, das heißt, wir brauchen bestimmt keine Axt mit Effizienz. Das wäre ja Blödsinn. Aber so, das Tempo ist jetzt okay. Kann man machen, muss man aber nicht. Ach, Mann. Ja, ich habe mir so die ganze Zeit überlegt, was könnte man so machen. Und ihr habt ja nun gesehen, dass die ganze letzte Aufnahme war ja nun voll auf die untere Etage fokussiert. Und da machen wir so gesehen auch weiter. Weil wenn ich hier fertig bin, dann wisst ihr auch wahrscheinlich warum. Weil im Prinzip arbeiten wir hier immer noch an der unteren Etage weiter. Beziehungsweise ich kann es euch ja verraten. Ich weiß ja, ihr verratet es nicht weiter. Ich habe vor, jetzt unten da das Schlafzimmer endlich mal rauszureißen und hier anzubringen. Möchte aber auch nicht, dass hier der Durchgang verschwindet. Der hier, weil man kommt ja hier die Treppe hoch und ist dann hier mal lang gelaufen. Und deswegen habe ich gerade so voll die Idee. So, hier kommt dann Holz wieder hin. Passt das auch mit der Höhe der Fackeln wieder? Nein. Und dann können hier unten nämlich auch die Treppen wieder ran. Die ich ja hier gerade so einfach so weggerissen habe. Einfach aus dem Leben gerissen. Die armen Treppen. Die haben jetzt bestimmt eine ganz schlechte Meinung über mich. Aber sind so schlimm, die kommen ja wieder nach Hause. Und so. Hier die Treppen auch weg. Nehmen wir mit. Hier kommen die auch raus. Quatsch. Was habe ich denn jetzt hier gemacht? Mann. Hier war doch richtig. So. So war das nämlich. Und dann kommen hier so die Treppen ran. Und ich hoffe mal, dass es jetzt dann auch passt. So haben wir unsere Erde. Hier haben wir mal noch einen Block Erde. Den können wir mal eben noch verbrauchen. Dann bauen wir uns hier hoch. Setzen hier so einen dran. So. Und dann können wir hier nämlich den Fußboden weiter reinzimmern. Andererseits möchte ich... ja, doch. Hä? 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 Irgendwas ist jetzt hier falsch. Ein Fenster. Ach so, da zwei. Ah, ich verstehe. Nee, ist doch alles richtig. Holz. Das ist schön, jetzt haben wir endlich mal mehr Holz zum Bauen hier. Und ich sehe gerade ein Problem. Ich habe die knappe Vermutung, dass der Bereich hier ein bisschen zu... Nein! Warum? So, ich habe ein bisschen die Vermutung, dass der Bereich hier zu klein sein wird. Für so ein Schlafzimmerchen. So. Und hier kommen ja dann wieder Steine hin. Komm, wir brauchen die Axt. Ja, die brauchen wir jetzt wahrscheinlich gleich. Aber gut. So. So. Und so. Und dann so.
das Ganze nämlich wieder so. So. Schauen wir einfach mal, wie das Ganze dann so wirkt. Da müssen wir das Dach dann hier auch anpassen. So, ne? Ja, so ist richtig. So, das lassen wir erstmal noch. Hier müssen wir wieder hochkommen. Nein. So. Grünau. So, das bleibt so, das bleibt so, das bleibt so. Das da sieht irgendwie noch kacke aus. Bin mir noch nicht ganz sicher. Oder man macht das so. Könnt ihr es ja mal so probieren auf beiden Seiten. Eure Meinung dazu dann bitte in die Kommentare, weil ich bin gerade ein bisschen unsicher, was das angeht. Wow. Ich meine, wir können das Ding hier noch locker verbreitern, aber das ist halt nicht so ganz das. Man sollte den Zwischengang dann auch nicht zu breit machen. Das sieht sonst ein bisschen zu heftig aus. Was soll ich denn jetzt machen? Ach ja. So, das wäre dann jetzt die Größe ungefähr. Machen wir mal hier so einen hin. Nein. So, mal gucken. Ja, zum Glück entfernt er mal bloß eine Reihe. Das ist immer noch ganz gut. Den holen wir uns mal noch. So. Ja, so kann man das machen. Muss man aber nicht. Ich meine, nicht mehr hoch. Okay, erstmal das Ganze hier mit Boden ausfüllen. So, dann haben wir hier den Fußboden drin. Ah, und ich sehe auch gerade, das Ganze wird ja dann nochmal eine Nummer enger. Nämlich kommt ja dann. Kommen wir hier mal noch näher. So. Also so kommt es auf jeden Fall hin. Wir müssen das Ding breiter machen. Es klappt sonst nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Wieso nicht? Verdammt. Das hier muss auch weg. Das da bleibt. Das hier kommt weg. Das da bleibt denn dafür. So. So. Und dann kommt das nämlich ja hier wieder so. Hab ich ja völlig vergessen. Hier genauso. Und schwupp ist das ganze Ding ein bisschen kleiner. Das heißt, hier die Glasscheibe kommt dann auch raus. Überlegen, überlegen. Und ich hoffe mal, dass ich heute rechtzeitig die Folge noch rausbringe. Ich denke mal, dass sie sich ein bisschen verspäten wird. Wenn ich so auf die Uhr gucke, es ist jetzt 16.01 Uhr bei mir. Und ich muss noch rendern. Und schneiden und hochladen. Es wird ein bisschen knapp, darum entschuldige ich mich jetzt schon mal dafür. Obwohl es jetzt wahrscheinlich, wenn ihr die Folge dann seht, auch zu spät dafür ist. Aber gut. Ja, hier muss ich mir dann noch was einfallen lassen, weil das ist nur wie. Das ist mir nichts. Das gefällt mir nicht. Da muss das hier auch weg. So. Da kommt dann Erde. Ach, Erde, kommt da Holz rein. So. Ich meine, so von der Größe her ist es okay. Okay, Planänderung.
Planänderung. So. Und hier machen wir das Gleiche. Das kommt dann weg. So. Ist das so richtig? Ja. Ja, weil wenn ihr die Folge jetzt hier seht, ist es wahrscheinlich, also diese Folge hier, die ist ja dann schon 3 Tage später erschienen. Irgendwie so. Und da musste noch er dazwischen. Hier musste was anderes hin. Und dafür fehlt uns dann Holz. Das heißt hier so, ja doch, 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 doch. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Super. Perfekt. Okay, dann können wir jetzt wieder runtergehen. Unseren Kellerbereich, schon wieder dunkel draußen. Dann hauen wir uns erstmal hier in unser Schlafzimmer. Zack. Wir legen uns schlafen und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Aufnahme wieder. Macht's gut, bis denne und tschaußen.